Das Mütterzentrum ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, aber hauptsächlich für junge Familien mit Kindern. Man kann hier bei uns verschiedene Kurse besuchen und mit dem Mütterzentrum mitwachsen. Von der kleinsten Krabbelgruppe bis hin zur Schulferienbetreuung für Grundschulkinder kann man im Mütterzentrum sich austoben, mitmachen. Für die ganze Familie sind wir da. Und die Erwachsenen darf man auch nicht vergessen. Vom Sprachkurs bis zum Rentnertreff ist alles möglich. Ja, zum einen ist Familie ein wichtiger Bestandteil unseres gesamten Lebens und wie wir als Flughafen Leute zusammenbringen, bringt das Mütterzentrum hier ja auch Familien, Kinder, Mütter zusammen, bietet eine Gelegenheit zum Austausch, zur Ruhe, zum Zusammenspielen und ich finde es ein ganz tolles Beispiel für nachbarschaftliche Arbeit im Kleinen wie im Großen und dass wir als Flughafen das mit unterstützt haben. Und auch zeigen können, was da tatsächlich damit geschehen ist, finde ich ganz toll und ist sicherlich auch Motivation für andere, sich am Nachbarschaftspreis zu bewerben und ähnlich tolle Projekte dann einzureichen. Von anderen Vereinen, mit denen man vernetzt ist, haben wir vom Nachbarschaftspreis erfahren und hatten gerade die Situation, dass wir eine Sandkiste anschaffen wollten fürs Außengelände. Und in diesem Beschaffungsprozess sind wir finanziell an unsere Grenzen geraten, weil gewisse Kriterien eingehalten werden mussten seitens der Behörde. Und da haben wir gedacht, also wir brauchen Hilfe und wir hoffen, dass wir das im Nachbarschaftspreis finden. Und es hat geklappt. Unglaublich, der erste Platz mit 3.000 Euro. Wir konnten das wirklich nicht glauben, als wir das gesehen haben. Also wir haben eine ganz tolle neue Sandkiste bekommen. Wir haben ein überarbeitetes, restauriertes Spielhaus bekommen. Wir haben Aufbewahrungstruhen für das Spielzeug bekommen und sind jetzt draußen perfekt ausgestattet und danken Hamburg Airport für die tolle Aktion. Also der ganze Verein hat das wahrgenommen als tolle Aktion und ich würde jedem empfehlen, das einfach auszuprobieren. Es lohnt sich. Nach einer Corona-bedingten Pause schreiben wir unseren Nachbarschaftspreis in diesem Jahr wieder aus. Da freuen wir uns auch drauf. Wir hoffen auch auf möglichst viele Bewerbungen, möglichst vielfältige Themen, sodass die Jury einen richtig schwierigen Job hat, das beste Projekt dann herauszufinden. Und Bewerbungen gehen bis zum 25. September, also machen Sie mit und wir freuen uns auf eine Vielfalt und dann auch eine schöne Preisverleihung.